Mann, was machen die alle bei dem Wetter draußen? Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Hier, guck dir die an. Hey! Frontside fängt an, geh mal lieber rein! Unglaublich. Wahnsinn, ey. Das unglaublich. Gibt's doch nicht. Unglaublich. Was? Andreas Kümmert will nicht zum Eurovision? Das habe ich auch gehört. Ich weiß nicht, was er da hat. Ey, krass. Komisch. So viele Leute haben ihr letztes Geld geopfert, um für ihn anzurufen und dann... Also sowas gibt es bei uns nicht. Nee. Wir sind kostenlos für euch da. Neue Folge, neue News. Das Unternehmen Electronic Arts ist ja für eine Vielzahl von stark verkauften Spielen bekannt. Darunter zählen zum Beispiel Battlefield, Titanfall, The Sims und nicht zu vergessen die ganzen Sporttitel. Aber wie vergangene Woche bekannt wurde, musste ein Studio namens Maxis, die unter anderem Spiele wie SimCity und The Sims entwickelt haben, schließen. Ja gut, das ist ja jetzt so keine große Sache, würde man meinen. What? Das Gaming-Magazin Kotaku hat die Schließung von Maxis zum Anlass genommen, um eine kleine Liste der Studios zu erstellen, die von EA gekauft und später dann geschlossen wurden. Darunter sind einige bekannte Namen, wie zum Beispiel Blackbox Games, bekannt durch Need for Speed, das 2002 von EA gekauft und 2013 geschlossen wurde. Auch Studios wie Danger Close, die an Medal of Honor beteiligt waren, oder Westwood, die das Strategiespiel Commander & Conquer entwickelt hatten, wurden geschlossen. Irgendwie ja schon komisch das Ganze, oder? Ich meine, dass des Öfteren mal das ein oder andere Entwicklerstudio geschlossen wird, ist ja nichts Neues. Aber eine solche Anzahl an bekannten Studios, die erst von EA gekauft und anschließend geschlossen wurden, ist schon eine Sache für sich. Was meint ihr denn zu dem Thema? Wurde alles viel schlimmer dargestellt, als es eigentlich ist? Oder wollen EA doch in ein paar Jahren mit Pinky und Brain die Weltherrschaft an sich reißen? Comment aber zackig! Diese Woche war ja die Gamers Developers Konferenz oder kurz gesagt die GDC 2015 in San Francisco. Ich denke mal, ihr habt ein wenig was mitbekommen, aber wir sind trotzdem so nett und zeigen euch die Highlights von Microsoft und Co. Fangen wir mal mit Valve an, die hatten auch ein paar interessante News am Stissel. Eigentlich hat ja jeder auf Half-Life 3 gewartet und was kam? Na? Na? Ihre neue Engine Source 2! Oh Mann, das ist doch echt so ein Scheiße. Ich will nur Half-Life 3 zocken, Mann. Mann, so Scheiße. Du, mach den Scheiß weg. Ja, Spaß hier. Selber. Die neue Engine wurde bislang nur angekündigt und man zeigte noch kein Videomaterial, wie sie später eventuell aussehen könnte. Was man aber sagen kann, dass sie kostenlos zur Verfügung steht für alle Entwickler. Allerdings müssen sie es auf den Steam-Plattformen bringen, sprich nur auf den Konsolen, wird leider nicht funktionieren. Sehe ich trotzdem als fairen Deal, da viele Entwickler nicht genügend Geld für ihre Ideen haben und wenn die Engine schon mal kostenlos ist, spart man wieder ein wenig was ein. Die neue Source Engine war aber nicht die einzige, die angekündigt wurde. Unreal Engine 4 wurde auch angekündigt und wie auch bei Source 2 kann man sie kostenlos downloaden. Man muss nur 5% der Einnahmen mit dem Spiel zurückzahlen, sobald man mehr als $3000 im Quartal damit verdient. Kann man auch in Kauf nehmen, oder? Kauf nehmen. Auch die neue Unity Engine, die hauptsächlich für Mobile Games fungiert, wurde vorgestellt und die zeigt auch, dass die Zukunft für die Handyspiele ziemlich geil aussehen könnte. Crytek enttäuschte leider bei der Konferenz zwar nicht wegen der Grafik, sondern wegen dem Konzept. Es gab kaum Innovation und die bleiben sogar dran bei dem Preismodell. Ist echt schade, aber... selber schuld. Nicht nur die Engines wurden vorgestellt, sondern auch... Alter, ich hab was von Dead Space... Alter, nein, Digga, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, Mann! Jetzt bin ich dran! Mann, du dummer Wichse! Die Dead Space-Reihe zählt definitiv zu den besten und beliebtesten Spielen des Horror-Genres. Na gut, bis auf Teil 3, der war jetzt nicht so Bombe. Nach dem Erscheinen von Dead Space 3 Anfang 2013 wurde es erstmal ruhig
und die Entwickler Visceral Games wechselten kurzerhand das Genre und arbeiteten an der Produktion von Battlefield Hardline. Und dann kam die Beta. Ich hab keinen Bock mehr, was ist das für eine behinderte Beta, Mann? Okay. So, jetzt tu deine Beine weg. Was ist denn das heute bloß für ein beschissener Tag? Für die Anhänger von Dead Space hieß das wiederum, dass es wohl vorerst keinen neuen Teil der Horrorschiene geben wird. Doch jetzt gibt es endlich neue Hoffnung. Es heißt, das Team hätte definitiv Lust auf einen neuen Teil des Weltraumhorrors. Der General Manager von Visceral erklärte, dass die Dead Space Reihe bei jedem einen festen Platz im Herzen habe und eine Fortsetzung deshalb sehr wahrscheinlich sei. Zwar sei das Team mit Battlefield Hardline erstmal voll ausgelastet. Ach, der Beta auf jeden Fall. Aber ein Blick in die Zukunft kann jedoch nicht schaden. Ob es sich nun dabei um ein Reboot handeln wird oder ein komplett neuer Teil erscheinen wird, ist bislang noch unklar. Wir hätten auf jeden Fall richtig Bock drauf, aber nur wenn sie sich mal wieder ein bisschen mehr Mühe geben als bei Battlefield Hardline oder Dead Space 3, weil sonst verkaufe ich es wieder bei GameStop für 5 Euro. So, darf ich jetzt wieder? Ja. Genau. Ja? Ja. Ja, okay, gut. Kommen wir also nun zu den Virtual Reality Brillen, denn die kamen auch nicht zu kurz dieses Jahr. Valve hat mit HTC einen Deal abgeschlossen und die haben zusammen an der neuen Brille Vive gearbeitet. Sie soll sogar schon mehr oder weniger fertig sein, da sie im Frühjahr schon für die Entwickler erhältlich sein wird und im Winter dann für uns, den Nutzer. Sie nutzen 2200x1080 Bildschirme mit je 90 Hertz und mehrere Sensoren, die deinen Kopf perfekt erfassen können, um so ein besseres Spielerlebnis zu ermöglichen. Das war aber nicht die einzige Brille. Sony hatte auch ein wenig die Nussflagge geschwungen und hat nun ein Update zu ihrer eigenen VR-Brille Project Morpheus. Der OLED-Display wurde von 5 auf 5,7 Zoll vergrößert und hat nun 120 Hertz, was bedeutet, dass die Spiele auf 120 FPS gerendert werden können. Die Verzögerung wurde verringert und das Tracking wurde mit 3 weiteren LEDs verbessert. Phil Spencer dachte sich da eher so, nö. Und das Ziel bei denen ist immer noch die Cross-Funktion zwischen der Xbox One und Windows 10. So soll es möglich sein, wenn du dir ein Spiel für die One kaufst, bekommst du auch eine PC-Version kostenlos dazu. Und den Anfang macht man mit dem AAA-Titel vor dem Herrn Pinball FX2. Wow. Rock Band 4 wurde auch offiziell angekündigt. Rock Band! Und was den Sachen PC und Konsolen angeht, haben wir auch noch was im Regal. Also nicht hier, sondern to the left. Nvidia, die eigentlich bekannt sind für ihre Grafikkarten, basteln momentan selber an ihrer eigenen Konsole namens Nvidia Shield. Die Grafik kommt logischerweise von denen selbst mit dem Tegra X1 Grafikprozessor. Mit dem Speicherplatz von 16 GB kann man, denke ich, nichts anfangen, aber man soll externe Festplatten anschließen können und so kriegt man dann wieder den nötigen Speicherplatz. Die Konsole soll nur $200 kosten und bei dem Verkaufsstart soll es über 50 Titel geben zum Downloaden. Denn sie bieten einen neuen Streamingdienst namens Grit. Nein, nicht die Fernsehsendung, fang gar nicht damit an, lieber Knuffel. Okay. Das war jetzt so eine knappe Zusammenfassung, was so passierte und jetzt geht's weiter zu den 60 Sekunden. Habt ihr keinen Bock mehr auf die AAA-Titel, die uns jedes Jahr denselben Rotz präsentieren? Dann verarscht sie doch! IKEA macht's vor mit Call Your Mutti, Grandma's Auto und The Pimps. Erstmal anwissen. Bethesda kündigte den Prequel zu Wolfenstein The New Order an mit dem Namen wie Old Blood. Darin 2 lange Missionen und eine Rückkehr zur Burg Wolfenstein. Da sagen wir nur Woo! Sledgehammer Games haben nun verraten, dass man Subli Drops nun auch mit Echtgeld ersteigern kann. Und das für nur $2. Und wenn sie jetzt bestellen, bekommen sie diesen Scheißhaufen auch noch dazu. Kaufen, kaufen, kaufen! Die PlayStation 4 konnte sich bislang weltweit über 20 Millionen Mal verkaufen. Allein im letzten Monat konnte sie 1,7 Millionen Einheiten weiterbringen. Not bad, eh? Congratulations! Ja. Wir haben noch ein paar Sekunden. Stimmt. Also meiner Meinung nach stinkt GameStop. Ja. Und ja,
herzlich willkommen bei der Endcard. Ich hätte jetzt Hunger auf einen Burger. Ja. Aber ich habe jetzt keinen da. Nee, aber wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, schaut doch mal bei Facebook vorbei und lasst ein Gefällt mir da. Kommentiert oder abonniert unseren Kanal oder diesen hier Video Games Front. Und falls ihr Bock auf mehr News habt, schaut doch mal in Facebook in die Gruppe Xbox One News Germany. Genau. Und wir hoffen, ihr habt jetzt ein wunderschönes Wochenende gehabt und dieser Sonntag war auch wunderschön für euch. Wenn nicht, Pech gehabt. Arschkarte. Eben, aber ich denke mal, mit dem Video habt ihr bestimmt ein paar. Nice. Ja. Bisschen schmunzeln habt ihr schon müssen. Ja. Gib zu. Komm, gib zu. Ansonsten, schönen Tag noch und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag.